Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Milena Cornelio, ich bin freiberufliche Lektorin und Autorin und auf diesem Kanal nehme ich euch mit in die Buchwelt und alles, was damit zu tun hat. Herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Oldies but Goldies Reboots. In diesem Video möchte ich nochmal auf das Thema Übersetzung eingehen. Ob sich Übersetzungen vom Deutschen ins Englische für Self-Publisher lohnen. Weil wenn man bei einem Verlag ist und der Verlag verkauft die Rechte ins Ausland, dann sagt man natürlich nicht nein, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber viele Autoren, Self-Publisher stellen sich ja schon die Frage, hey, wäre es nicht cool, mein Buch ins Englische übersetzen zu lassen oder selber zu übersetzen? Und ich hatte da schon mal ein ähnliches Video zu gemacht, möchte das aber nochmal ein bisschen umändern und mein Take ein bisschen revidieren und deswegen spreche ich da in diesem Video jetzt nochmal gesondert drüber. Also, lohnt es sich für deutsche Autoren, die Bücher ins Englische übersetzen zu lassen? Ist es eine schwierige Frage und es kommt ganz darauf an, was man selber für Kapazitäten und Ambitionen hat. Generell kann man schon sagen, dass jetzt, wenn man bei einem Verlag ist, dass ein ausländischer Verlag die Rechte an einem deutschen Buch nur einkauft, wenn das Buch in Deutschland bereits sehr gut läuft. Weil wenn das Buch woanders sehr gut läuft, kann man sich vorstellen, okay, das könnte auch in unserem Land so funktionieren. Das heißt, wenn ihr als Self-Publisher überlegt, eure Bücher übersetzen zu lassen, in welche Sprache auch immer, solltet ihr natürlich erstmal davon ausgehen, hey, wie läuft denn mein Buch auf dem deutschen Markt und sollte ich mich vielleicht eher auf den deutschen Markt konzentrieren und versuchen, mein Buch hier erfolgreicher zu machen, bevor ich ins Ausland expandiere. Denn man darf das absolut nicht unterschätzen, wie viel Aufwand das ist, mehrere Buchmärkte zu bedienen. Weil jeder Buchmarkt ist auch unterschiedlich. Da geht es noch nicht mehr um die Sprache. Egal, ob du jetzt ins Englische, ins Französische, was auch immer machst, jeder Buchmarkt funktioniert unterschiedlich. Jede Leser in unterschiedlichen Ländern funktionieren unterschiedlich. Das kann man absolut nicht gleichsetzen. Und einfach diese Zeit, die man investieren muss, um sich in einen anderen Buchmarkt reinzufuchsen und den dann eventuell dann auch noch selber zu bespielen, das ist ein Aufwand, den man absolut nicht unterschätzen darf. Und das führt mich dann direkt auch zu meinem nächsten Punkt. Solltet ihr überlegen, eure Bücher ins beispielsweise Englisch übersetzen zu lassen, holt euch Profis an die Seite. Versucht nicht selber den englischen Buchmarkt zu bespielen. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, ihr habt jetzt irgendwelche Kenntnisse im Bereich zum Beispiel Amazon Marketing oder so, also auch auf dem englischen Markt, weil das deutsche Amazon Backend und das englische, die sind fundamental unterschiedlich, das kann man absolut nicht gleichsetzen. Wenn ihr da irgendwelche Vorkenntnisse schon habt oder so, dann ist das sicherlich von Vorteil, aber auch selbst dann braucht ihr auf den verschiedenen Buchmärkten Stellvertreter. Also ich sage jetzt einfach mal für den amerikanischen Markt oder für den englischen Markt stellvertretend. Da gibt es Personal Assistants, PAs, und die kümmern sich quasi darum, dass ihr in die Buchnewsletter reinkommt, also die knüpfen dann die Kontakte zu Lesern, kümmern sich auch ums Facebook-Marketing, was auf dem englischen Buchmarkt sehr, sehr wichtig ist. Im Deutschen ist Facebook-Marketing ja eigentlich so gut wie tot, aber auf dem Englischen ist das halt noch sehr präsent. Und diese PAs nehmen euch halt in Sachen Marketing sehr, sehr, sehr viel ab und vernetzen euch. Und selbst amerikanische oder englischsprachige Autoren, die haben auch ihre eigenen PAs. Also diese PAs sind jetzt nicht nur für Deutsche da, die auf den englischen Buchmarkt wollen, sondern so funktioniert der Buchmarkt in den USA zum Beispiel. Und wenn ihr jetzt als Deutsche sagt, okay, ich möchte auch auf den Buchmarkt, dann müsst ihr dann halt euch auch so einen PA suchen, der genau dasselbe dann für euch tut. Und das bedeutet natürlich auch Geld. Das heißt, wenn ihr, egal auf welchen Buchmarkt expandieren wollt, das bedeutet immer mehr Geld. Es ist nicht nur Geld für die Übersetzung, wenn ihr einen professionellen Übersetzer anheuert. Es gibt ja auch Leute, die Übersetzung selber machen, aber es ist nicht nur mehr Geld für die neuen Cover. Eigentlich braucht jeder Buchmarkt auch eigene Cover. Das ist empfehlenswert. Es gibt natürlich auch Autoren, die Cover einfach übernehmen. Das möchte ich immer nur absprechen. Aber eigentlich werden neue Cover für jeden Buchmarkt gemacht, weil es halt unterschiedliche Anforderungen gibt. Also es ist Kosten für neue Cover, Kosten für die Übersetzung und dann halt auch noch Kosten für jemanden, der das Marketing auf dem anderen anderssprachigen Buchmarkt übernimmt. Wenn ihr jetzt hauptberuflich Autor seid und
ihr habt euch Zeit, auch um das alles zu kümmern. Es ist natürlich auch Zeit, dass da einfließt. Selbst wenn ihr dann so einen Personal Assistant habt, der macht dann ja trotzdem nicht alles für dich. Du musst den managen, du musst auch noch selber Sachen machen, weil je mehr der für dich übernimmt, desto mehr kostet der natürlich auch. Deswegen versuchst du natürlich auch so viel, wie du kannst, selber zu machen. Also es ist auch Zeit, was da reingesteckt wird. Und wenn du das natürlich hauptberuflich machst und dir auch die Zeit hast und sagst, hey, ich möchte sowohl auf dem deutschen Markt als auch auf dem englischen Markt erfolgreich sein, das soll meine Einnahmequelle sein, dann steckst du natürlich alles rein, was möglich ist, gibst alles, damit das erfolgreich wird. So, wenn du das alles leisten kannst, sowohl von der Zeit her als auch vom Finanziellen her und du dir auch da einen Plan zurechtlegst und das auch reflektiert und realistisch angehst, dann würde ich sagen, ja natürlich, dann mach das, wenn sich das für dich richtig anfühlt. Aber ich spreche jetzt von den meisten Self-Publishern, also ich kriege da viele Anfragen von Leuten, die das halt nebenberuflich machen oder dann auch vielleicht nur ein Buch im Jahr in Deutschland veröffentlichen, also die das nicht so competitive verfolgen. Dann lohnt sich das nicht, dann ist so eine professionelle Übersetzung dann einfach verschwendetes Geld, weil du kannst weder in Deutschland noch auf einem anderssprachigen Markt kannst du nicht erwarten, dass du dein Buch veröffentlichst. Und nur weil das dann bei Amazon ist, dass das dann gelesen wird oder dass Leute das haben wollen. So funktioniert halt generell das Veröffentlichen von Büchern nicht. Sonst wären wir ja alle irgendwie Bestseller-Autoren, wenn wir einfach nur Bücher veröffentlichen müssten und das hat sich dann gegessen. Also wie viel ja auch auf dem deutschen Markt allein in Marketing investiert wird an Zeit. Und man darf halt auch nicht vergessen, der deutsche Buchmarkt, der ist ja relativ klein, weil okay, wir haben die Österreicher, wir haben die Schweizer, aber so viele deutschsprachige Leser gibt es ja nicht im Vergleich zum englischen Buchmarkt. Also da hat man ja so viele Länder und vor allem auch selbst wenn ich jetzt in Frankreich wohne oder wer weiß wo, dann können ja Leute, okay, vielleicht ist Frankreich jetzt nicht das gute Beispiel, aber generell wird hier überall auf der Welt Englisch gesprochen. Das heißt, potenziell kannst du Leser in jedem Land generieren. Aber das bedeutet auch, dass der englische Markt extrem übersättigt ist. Also wenn man sich in Deutschland, wenn man sich da zum Beispiel auf dem Dark Romans Markt ja, oder auch generell auf dem Romans Markt, wenn man sich da sehr reinfuchst und das extrem gut läuft, dann kriegst du da Ranking, dann schießt du in die Top 100 bei Amazon und whatever, dann hast du da mega geile Ranking und du freust dich drüber. Aber in den USA, wenn du da jetzt ein Ranking von 7.000 hast, dann ist das schon richtig, 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 richtig gut. So, und das muss man halt einfach gegeneinander überstellen, dass halt der englische Markt ist einfach so viel riesiger und das bietet natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, aber es bietet auch das Risiko, dass du da sehr, sehr, sehr schnell untergehst. Und gerade auch die Amerikaner, die mögen auch ganz andere Arten von Büchern und Sachen, die hier vielleicht cool sind, finden die dann eher nicht so cool. Vielleicht sogar offensive. Also man muss sich auch schon sehr gut mit diesen Märkten auskennen und nicht einfach nur sagen, ja, ich mag Englisch, ich gucke gerne englische Serien, ich fände es cool, wenn mein Buch auf Englisch veröffentlicht würde. So funktioniert das halt nicht. Also das muss man, so wie alles in diesem ganzen Kosmos, muss man mit Bedacht angehen, wirtschaftlich, mit einem Plan. Und wenn man das alles macht, dann lohnt sich das mit Sicherheit. Aber für die Allgemeinheit wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Da würde sich das dann eher lohnen, wenn man bei einem Verlag veröffentlicht, zu hoffen, dass die Bücher halt irgendwann übersetzt werden, wenn es gut läuft. Aber für Self-Publisher, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, dass man sich dann nicht in irgendwelche Unkosten stürzt und nachher bereut man das dann. Weil das habe ich schon bei einigen Autoren gesehen, leider. Ja, genau. So kurz und knackig nochmal mein Take zu, lohnt sich das, Bücher für Self-Publisher von Deutsch auf Englisch übersetzen zu lassen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, euer Buch übersetzen zu lassen, beziehungsweise selbst übersetzen und wie ihr jetzt zu dem Thema steht. Hinterlasst gerne ein Like bei dem Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi.